Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Und dieses Mal wird es wieder ein reiner Bauteil werden, wo ich nichts anderes mache, außer das Lager auszubauen. Und dann wahrscheinlich noch da unten das Lager ausbauen. So, als allererstes, und mittlerweile haben wir ja Ja. das Material, werde ich einen Generator bauen, einen großen. Und da muss ich jetzt mal hingucken, gucken, wo ich das hinbauen kann. Das hier gehört ja auch alles mit dazu, oder? Zugewiesen müssen das. Was? Da wir die Waffenkammer zurückhaben, kannst du hier deine Vorräte auffüllen, wenn es mal eng wird. Brauchst du gerade was? Ah, okay, er ist ein Händler. Gibt es Neuigkeiten? Du musst dir keine Sorgen machen. Wir halten diese Stellung für die Minutemen, solange auch nur einer von uns noch atmet. Also, brauchst du was oder nicht? Zeig mal, was du da hast. Sieh dich um. Gut, hätte ich das jetzt vorher gewusst. Dann hätte ich hier direkt meinen ganzen Ranz verkauft. Die letzte Minute ist aber das Einzige, was die hier an besonderen Sachen verkauft. Alles andere ist. Ja, und die hat ordentlich Geld. Aber wir haben im Moment quasi nichts. Es wird langsam dunkel da draußen. Passt auf euch auf, Leute. Alles ruhig hier. Bleibt bei uns, um keine Meldungen für die Minuten zu verpassen. Ja gut, das ist ja. Wurde die aufgefüllt? Ich meine, der Raum ist ja an sich schon ziemlicher Quatsch, wenn man das mal so sieht. So, lagern. Ja, den kann man auch nicht verwerten. Der wird anscheinend dann auch aufgefüllt. Ah, okay. Okay, das wäre das gewesen. Da ist kein Saft drauf. Also eigentlich wollte ich den Strom da hinten reinbauen. Hier. Weiterhin kein Aluminium. So ein Scheiß. Hatte die denn vielleicht Aluminium? Glaub nicht. Was? Ich glaube, wir fangen wirklich an, etwas zu bewegen. Na, ist es wahrscheinlich auch ins Bett gegangen.
Das hier ist ja eine Wasserleitung. Das heißt, da hinten sollten wir theoretisch Wasser haben, sobald wir hier einmal Strom anwerfen. Brauchst du was, General? Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Naja, okay, jetzt handelt die nicht mehr. Was? Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Na, du machst deinen Job, ich meinen. Das ist doof. Damit haben wir weiterhin keinen Strom. Das erinnert uns daran, wofür wir kämpfen. Bleib bei uns, um keine Nachrichten für die Minutemen zu verpassen. Ja, das dämliche Aluminium. Was? Und die kann ich auch nicht auf Versorgungstouren schicken? Ich könnte halt gucken, ob ich in einem anderen, ob ich da Schrott hatte mit Aluminium. Jetzt bin ich hier so ein bisschen. Was? Gerade an einem, schlechter Punkt. Bräuchte quasi den Generator, um neue Siedler zu bekommen, und bräuchte Siedler, um neues Material zu bekommen, um die woanders hinzuschicken. Ich könnte halt hier einen Laden hinstellen. Hier ist Radio Freedom. Wir senden rund um die Uhr und im gesamten Commonwealth. Alles ruhig, so wie wir es mögen. Passt auf euch auf, Leute. Läden. Einfach nur Verkäufer. Generiert von der Gesamtbevölkerung abhängiges Einkommen. Marktstand, Handelsgeschäft, Handelsplatz. Generiert ein von der Gesamtbevölkerung abhängiges Einkommen. Das kostet 1500. Gebam. Verstehe. General Trader. Jetzt habe ich ihn zugewiesen, dann geht er direkt mal pennen. Nee, er läuft gegen die Wand. Ist auch nicht so clever, oder? Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Willst du was kaufen? Ah, ja. Klar, ich schaue es mir an. Großartig. Vielleicht müssen wir erstmal warten, bis sie wieder dahin gelaufen ist. Sieht aber jetzt nicht danach, als sie dahin laufen würde. Ja, dann muss ich wohl erst nochmal Aluminium kaufen. Das ist ja schön blöd.
Werkstätten. Grey Garden. Da hatten wir viel zu viele Leute. Weil ich da eigentlich gar keine Leute haben wollte. Die könnte ich theoretisch hier hinschicken. Dann laufen wir halt jetzt. Dann wird das jetzt nicht nur ein Bauteil, sondern auch ein Laufteil. Werde ich jetzt erstmal nach Diamond City. Dort Aluminium holen. Dann nach Grey Garden. Dort eine Menge Leute wegschicken. Scheiße, komme ich nicht hoch. Die können wir dann alle hier hinschicken. Ich meine, wenn die einmal da sind, kann ich die auch zwischen den Positionen verteilen. Ohne Power Armor ist das nicht so cool. Muss man hier tatsächlich durch richtige Wege laufen. Ich weiß aber auch gar nicht, ob diese Ladungen von Aluminium dann von einer Basis zur anderen transportiert werden können. Ich vermute ja, aber sicher bin ich mir da auch nicht. Einige Stellen auf der Karte, wo immer gekämpft wird, genau wie da an der Ecke. Und halt etwas westlich von meinem Quartier bei Hangman. Wird auch immer gekämpft. Jetzt haben wir hier natürlich auch Nacht, dass ich da auch noch nicht mal Aluminium kaufen kann. Es sei denn, der Roboter hat was. Ich glaube, das hat der aber nicht. Tesla-Gewehr. Bürgermeister McDonough war immer gegen die Minutemen. Ich habe nie ganz verstanden, warum. Gute Handy. Klar, ich schau mal, was du hast. Nur aha. Ja, Beton hat er. Aber kein und Dünger, aber kein Aluminium. Hmm.
Ja, dann werde ich hier wohl schlafen. Oder ich laufe erstmal nach Grey Garden. Und käme dann wieder zurück. Ja, machen wir das so. Muss ich ja sowieso nochmal. Naja, nicht sowieso, aber es liegt quasi auf dem Weg. Ich könnte auch erstmal nach Hangman hin, nicht nach Hangman, nach Oberland. Von da aus die Leute abziehen. Da hatte ich auch viel zu viele. Und das liegt auch auf dem Weg. Warte, da draußen ist was. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Eventuell hätten die in dem Vault was, aber das Problem dort ist einfach, dass das zu viele Wege sind. Also da muss ich nochmal in den Ladebildschirm rein, habe ich dann auch keine Lust zu. Es gibt auch einen Erfolg für dafür, wenn man einen Außenposten auf 20 mit 20 Leuten hat und komplett happy hat. Und das will ich mal schauen, ob ich das hinbekomme. Den habe ich doch auch weggeschickt. Ist auch nicht der cleverste. Und nach den habe ich schon losgeschickt. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Na klar. Na, okay. Jetzt haben wir noch 9 Leute.
Ich sehe hier aber auch keine neuen. Die stellen sich hier ein bisschen dumm an, habe ich das Gefühl. Die machen sich auch nicht auf den Weg. Ich will nur ein bisschen handeln. Den kann ich gar nicht bewegen. Ja, weil das nicht auf allen ging. Wahrscheinlich habe ich hier so viele Versorgungsrouten, dass da auch nicht viel mehr anders machbar ist. Dann bauen wir hier noch gerade irgendwo weiteres Bett hin. Direkt neben den Generator. Sehr gesund. Wenn er nicht aufpasst, dann steht er auch in Flammen. Nee, Moment. Ach, da haben wir auch noch ein paar. Okay. Bewegen. Die Burg. Jawohl. Du auch. Du kommst auch nach die Burg. So. Ist ein Handy. Gut, das war das. Dann werde ich jetzt noch hinten hinlaufen. Also die Station wäre damit quasi fertig. Ne, Moment, Wasser hat die auch noch zu wenig. Dann machen wir das auch gerade noch. Eine, so eine Pumpe dazu. So. Jetzt passt hier aber alles. Ja. Dann mal rüber nach Oberland. Nicht nach Oberland, nach zu den Robotern halt. Da habe ich noch Schrott drin. So, wo ist der Händler? Wenn du handeln willst, dann lass uns einen Deal machen. Ich glaube, die Mutterbären. Die Mutterbären waren auch sehr nützlich. Die werde ich dann gleich mitnehmen. Ach, scheiße.
Ja, investieren. Ja. Habe ich auch schon wieder nicht aufgepasst. Ledermantel. Okay. Na, so wahnsinnig gelohnt hat sich das jetzt nicht. Das hätte ich mir auch sparen können. So, die nehmen wir aber mit. Scheint wirklich was zu werden. So. Ja? Okay. Zum Tatus. Lohn waren zu schwer. Hallo, Liebling. Aufseher Brown. Du hast uns in unserer schwersten Stunde geholfen und dafür bin ich dir sehr dankbar, Sir. So, die hatten aber hier ja noch viel zu viele. Die haben ein Bett und 20 Leute. Also, bewegen die Burg. Du siehst aus wie ein Zombie. Sheffield. Ach, das war der Typ, den ich in der Stadt gefunden habe. Hey, Sheffield. Was hältst du davon, für mich zu arbeiten? Danke. Endlich kann ich wieder klar denken. Den stecken wir auch mal in die Burg. Jetzt sind wir runter auf 18. Hier stehen so rum wie die... Hat das das Ding? Nee. Gab irgendeinen einen Film von dem... Na, wie heißt denn der? Irgend so ein Horrorfilm. Wo diese Typen einfach nur rumstehen. Siedler, ja, die Burg. Ein Horrorfilm, wo Typen rumstehen. Da weiß natürlich direkt jeder, was gemeint ist. Und Carpenter war der. Naja, wurscht. Burg. Ich setze aber jetzt auch mal. Ach, Jamaika. Das ist mein Follower. Wir haben immer noch 13 Leute. Und jetzt kann ich halt schon nicht mehr sehen, wen davon ich zugeordnet habe und wen nicht, weil die Deppen sich alle nicht bewegen. Lass uns handeln. Okay.
Was? Ich speichere hier mal und schlafe dann eine Stunde. Mal gucken. Stehen immer noch hier. Das ist schon sehr seltsam. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Betten die brauchen. Oder wann die anfangen wegzulaufen. Die haben ja 4 Roboter oder so. Aber die sind immer noch bei 13 Leuten. Die haben mehr als 4 Roboter. 1, 2, 3. 4, 5. Mann, lauft los, ihr Deppen! Den habe ich, der ist theoretisch schon bei der Burg. Vielleicht habe ich das auch irgendwie kaputt gemacht, dass das nicht mehr funktioniert. Ich meine, ich könnte jetzt halt... dann bauen wir jetzt hier mal gerade noch Betten hin. Aber das stört mich jetzt, dass das nicht funktioniert, wie es eigentlich soll. Mehr Betten sollten wir eigentlich nicht benötigen. Okay, 7, dann machen wir hier noch 1. Reserve, 8. Können wir jetzt gehen, bitte? Vor allem Ding, da müsste ja noch irgendwo... Jetzt haben wir so viele Betten. Naja, es kann sein, dass das alles... Karawanen sind. Ja, keine Ahnung, wo die... Wo die anderen dann sind. Dann machen wir den und dann bewegen. Den setze ich wieder nach Grey Garden, wo er jetzt ist. Und dann machen wir eine Versorgungsroute zu
das macht überhaupt keinen Sinn. Abbrechen. Er sieht danach die Burg. Der macht sich jetzt auf den Weg. Okay, Grey Garden. Die Burg. Aber die wollen wieder nicht. Ihr seid doch komisch. Ja, aber die sind ja am anderen schon zugeordnet. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal wieder in die Stadt. Und werde schauen, dass ich das Aluminium bekomme. Sehr seltsam. Da kann ich dann auch gerade noch mal das Inventar vollladen. Den habe ich erwischt. Mal. Schätze, die werden das nicht mehr brauchen. Ja, die hinten können ruhig weiter kämpfen. So. Können wir auch mal gerade mitnehmen. Wert. Hey. Okay, was soll ich tun? Mit mir reden. Willst du Vorräte tauschen? Kein Problem. Mhm. Da ist alles, was du tragen kannst. Ist ja schon so ein bisschen albern.
Du Flasche. Na gut. Also zurück in die Stadt. Dann hoffe ich mal, dass ich da auch Aluminium finde. Jetzt werde ich wahrscheinlich hier auch erstmal wieder trotzdem schlafen müssen, weil wir noch ein, zwei Stunden hatten. Und das alles nur, weil ich diese eine Power Armor noch ausbauen wollte. Hier ist jedes nur denkbar. Dann lass mal sehen, was du... Hier. Na, ja, der hat noch das Geld von eben. Wenn du dir die Haare schneiden lassen willst, sprich mit John im Supersalon. Hey, was brauchst du? Nachts einkaufen? Oh, ich hoffe, sie sind hier um etwas. Und, naja, aber das reicht jetzt auch nicht mehr. Der ist zu teuer. Wobei, da machen wir das so. Jawohl. So, dann kurz schlafen und dann hoffe ich, dass der Schütze Aluminium hat. Ansonsten habe ich ein kleines Problem. Du fühlst dich ausgeruht. So, die hat ja sowieso wieder die gleichen weißt Sachen. Weißt du, eine Schrotflinte ist eine gute Versicherung. Handeln. Lass mal sehen, was du so hast. Nimm sie ruhig ab. So. Ladung Aluminium. Schön. So. Da geht jetzt ja so viel Geld hin, was quasi eigentlich dann verschenkt ist. Damit mache ich es nicht besser. Ja, gut. Machen wir halt so. Du hast, glaube ich... Wenn du hier bist, heißt das, dass du einen Schlag holst. Du hast aber, glaube ich, keinen Schwert. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot... Handgefährt! Ach, und da unten hatten wir ja auch noch einen Händler, glaube ich. Keller von Fallons. Menge Klamotten auf den Stangen. Hoffe, du hast... Dann lass mal sehen, was du so hast. Jacken, Hosen. Bergbauhelm. Na, aber einen gescheiten Helm kann man ja auch nicht kaufen.
Da gibt es nur Leder und Stoff. Das nutzt uns natürlich auch herzlich wenig. Okay. Ja, der Händler ist ziemlich unnütz, außer zum Sachen verkaufen höchstens. Ja, 50 Aluminium. Ah, ja, unser Neuankömmling. Ich hoffe, du kommst gut zurecht. Dann gehen wir wieder rüber. Tja, wenn ich so einen Roboter haben könnte. Wahrscheinlich kann man den sogar bekommen, muss dann nur die richtigen Teile noch für finden. So, also nach Osten. Das ist jetzt auch wieder eine schöne Strecke. So, ich könnte hier erstmal... Naja, wir gehen direkt zur Festung. Das Ding ist jetzt so ein bisschen plötzlich erschienen. Da würden wir nicht wieder rüberkommen. Ich kann mal gucken, ob ich hier einen besseren Pfad finde, als wie ich sonst genommen hatte. Ich glaube, gerade wird es nicht besser. Jetzt hänge ich im Schrottplatz fest. Das sind zwei Zäune, die aneinander gebaut sind. Ja, hätte man doch jetzt die Power Armor mit dem Jump. Also, da sollte man vorher abbiegen. Da könnte man springen, theoretisch, aber... Naja, okay. Das ist aber auch ein Scheißgelände hier. Kann man da durch? Ja, also... Gut, mit Quick Travel sieht das natürlich anders aus, aber ich glaube, das hier will ich dann doch nicht weiter ausbauen. Also nicht voll zumindest.
So, die sind aber tatsächlich fast alle angekommen anscheinend. Entschuldigung. Möchtest du ein bisschen handeln? Handeln? Dann lass mal sehen, was du so hast. Großartig. Beton, aber kein Aluminium. Ja, dann lasse ich das da oben jetzt einfach hier so stehen. Naja, ich... Guck mal, wie viel der Generator der Nuklearreaktor erfordert. Fusion. 25 Aluminium halt. Aber alles andere haben wir in Fülle. Im Aluminium, das könnten wir halt auch. Ist ein bisschen nervig, aber in einem anderen können wir das dann auch noch hinbauen. Also da baue ich jetzt hier das Ding hin. Bams. Okay. Und jetzt müssten wir das damit verbinden. Und schwupp. Haben wir alles mit Licht versorgt. Und den ja kann man verwerten. Der bringt 2 Gummi. Dann lager den mal ein. Da ist jetzt kein Saft mehr drauf. Das ist zu weit anscheinend. Der gibt das dann weiter an irgendwas anderes. Dann müssen wir da wohl noch einen Pylon hinbauen. Leitungswechsler. Das kann es ja nicht sein. Leitungsknotenpunkt. Aber es muss da Dinger geben, die stehen, so wie der Pylon da hinten. Ja, oder wir nehmen einfach eine Straßenlampe dazwischen. Aber ich gucke gerade mal, ob wir nicht noch... Stroboskop. Deckenleuchten. Sonstiges. Was auch immer eine Nixie-Röhre ist. Dekontaminierungsbogen entfernt bei Aktivierung Strahlungsschaden. Hm.
Das klingt ja auch nicht schlecht. Ich schreibe mir mal so ein paar Sachen auf. Dekontaminierungsbogen, den will ich dann ja gebaut haben. Pulsvibration. Ringschalter. Wurfmaschine. Ah ja, Energiepylon, groß. Stecker und Schalter. Energiezähler. Einfach nur Energiepylon. So. Bauen wir den hier hin. Dann kann ich von da aus dahin und von da aus. So. Damit haben die wieder Saft. Dachte ich. Okay. Und dann brauchen die auch noch Schutz. Oder Moment, ich hatte ja auch noch Nahrung. Da habe ich ja extra das Zeug mitgebracht. Da können wir aber auch gerade mal gucken, ob die hier mal was angebaut haben. Das sind nur Mutter. Ne, haben sie nicht. Essen. Mutterbeerenpflanze. Okay, machen wir. Dann links eine Reihe. Hat man da nicht gerade einen Punkt? Ja, ich dachte, dass ich da noch was zwischen machen kann, aber dann halt nicht. Okay. So, dann du befehligen. Eigentlich wollte ich den da zugewiesen haben. Ah, ist er. Befehligen. Zuweisen. Damit haben wir jetzt 12 Essen. Das sind genau die 12, die wir hier haben. Wunderbar. Dann müssten da halt nochmal 6 dazu.
Sobald ich den Kram einmal abbauen konnte. So, dann wollte ich mal gucken, was es mit dem Wasser auf sich hat. Haben wir jetzt hier frisches Wasser? Okay. Dann sind das wirklich Wasserleitungen. Die da das Wasser rauspumpen. Das ist ganz cool. Aha. Ja, da kommt das Wasser rein. Das ist nett. Das Ding ist eigentlich Schwachsinn. So wie das Ding auf der anderen Seite auch, aber da müssen Geschütze hin. Raketengeschütztürme. Die brauchen aber auch Strom. Laser, da haben wir noch 3 von über. Die ich in einem vom Lager mitgenommen hatte. Ich weiß aber auch nicht, über welche Reichweite die schießen. Wahrscheinlich ist das gar nicht mal so weit. Es ist 15 Uhr. Das ist allerdings nur Laser, ist kein schwerer Laser. Nein, setzen wir woanders hin. Das hier ist aber dann auch Mumpitz. Holz. Sammeln wir den Kappes auch noch ein. Ja, cool wäre gewesen, wenn man diesen Schrott auch noch wegräumen könnte, so wie man diesen einen, das eine Ding freigemacht hatte, dass man hier auch noch hingehen könnte, um um aufzuräumen, um die Wände wieder hinzubekommen und so weiter. Weil egal, wie man sich jetzt hier anstrengt, sage ich mal, das Ding wird niemals gut aussehen.
mit einer eingerissenen Frontwand. Naja, man könnte Beton... Naja, das könnte man theoretisch machen. Moment, ich probiere das mal. Beton habe ich ja jetzt satt. Gucken wir mal, ob wir das Ding theoretisch zumachen können. Beton. Böden. Wenn ich jetzt... Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir das quasi zumachen wollen. Das mache ich jetzt einfach mal nur, um, damit das passt. Die linke Seite ist, glaube ich, tiefer als die rechte. Hilfe bei der Verteidigung von County Crossing. Es geht nicht, aber eventuell können wir das ein bisschen nach rechts schieben. Beziehungsweise nach links. Es lässt sich aber jetzt auch nicht 100% darauf positionieren. Ja, das ist schon ganz gut.
Naja, ein bisschen schief ist es ja jetzt schon geworden, aber... Aber ich denke, das geht schon. Daneben bitte. Das lässt sich nicht machen. Also ganz gerade ist der natürlich auch nicht. Vielleicht. Moment. Den kann ich ja mal gerade auf Seite räumen. Na okay. Den können wir da nicht wirklich dran. Naja. Okay. Okay. Dadurch, dass das hier auch ein bisschen weiter weg ist, sollte das doch eigentlich passen. Das ist doch cool. Das passt sogar ziemlich perfekt. Ich meine, schöner wäre es natürlich jetzt noch gewesen, wenn man da drin auch noch rumlaufen könnte. Aber ich glaube, das wäre so ein bisschen... Wäre noch eine Ecke schwerer geworden, das zu bauen. So. Mehr Geschütze. Davon können wir quasi hunderte bauen. Von den Raketendingern bräuchte man Aluminium für.
So. Damit das schöner aussieht, bauen wir da auch noch einen hin. Ich würde den gerne noch zu mir hinziehen. Das funktioniert auch nicht immer so. Kann ich den jetzt... Der fliegt doch. Ja. Okay. Da müssten wir jetzt auch noch jemanden zuordnen. Das bringt, auch nochmal 6 Schutz. Haben wir 44 Schutz. Mit dem Essen kann ich mal gucken, ob da hinten nur was dazugekommen ist. Und da kann ich mal gerade gucken, ob ich da noch Beton reinkleistern kann. Das sieht schlecht aus. Ah, da ist nichts. Na gut, da dran kann man noch was bauen, aber nicht hier unten. Da ist nichts zu machen. Vielleicht einfach nur eine Bodenplatte? Boden oben. Da hat er aber ganz kurz eingerastet. Oder nicht? Naja, es nutzt natürlich überhaupt gar nichts. Das ist doch gut. Da unten kann man nichts dran machen mehr, aber... Aber das passt schon so. So, da fehlt noch der Strom. Da müssten wir... Irgendwo hier den Strom anzapfen. Kann sein, dass sie dafür die Löcher gemacht haben.
Stecker und Schalter. Das steht natürlich dann auch genau im Weg. Das wäre auch nicht so optimal. Aber ich glaube, da gab es auch noch andere Optionen für... Ich guck mal, ob das funktioniert. Wenn man jetzt den da hinstellt. Ne, das ist zu tief. Hätte das jetzt theoretisch funktioniert? Das geht im Moment noch durch den Stein durch. Nee, das ist dieses Ding. Ich glaube nicht, dass das funktioniert mit dem. Vielleicht, wenn man das hier oben dran baut. Aber dann ginge das auch da durch. Ne, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Könnt natürlich hingehen und da seitlich eins dran bauen. Or not. Nee, das zählt einfach komplett als solide Wand, fürchte ich. Dann machen wir das anders mit den Pylonen. Dann ziehen wir einen hoch. Energiepylon groß. Da drauf. Dann setzen wir hier einen hin, einen kleinen.
den damit. Wie weit können wir den wegziehen? Bis hier. Das kann weg. Und dann haben wir hier auch noch Lücken drin. Werden wir die auch noch schließen? Wenn es geht. Böden. Na, es sollte aber schon im Rahmen bleiben. Also möglich so, dass man da nicht drüber springen kann. Ich weiß nicht, ob die NPCs da überhaupt springen. Wahrscheinlich nicht. Das war aber mal arg schief. Perspektive ist halt dafür ein bisschen scheiße. Und Batsch. Na, rein theoretisch kann man da immer noch hochspringen. Was man noch bräuchte, wäre, dass man Elemente miteinander verknüpfen oder gruppieren können. So, damit haben wir die Wand geflickt. Jetzt weiß ich nicht, ob durch das Tor überhaupt wer durchkommen kann. Man weiß ja nicht, wo die Spawnpunkte von denen sind. Aber wir haben ja auch genug Kapazitäten hier an Material. Daher tschüss drauf. Das ist doch schön. So, und dann fehlt noch das hier. Fallen. Spießfalle. Ah. Naja, ne, machen wir nicht. Wir brauchen jetzt hier gerade noch mehr Beton, Böden, dass wir diese Wand hier auch fixen.
Na, wird das was? Ich baue das jetzt mal dahin und guck mal. Ne, nichts könnte ferner sein. Ja, eigentlich muss der ja schon recht weit nach außen sein. Das sieht zwar halbwegs gerade aus, aber da bin ich mir nicht sicher, ob ich noch mehr daneben bekomme. Sieht mir jetzt nicht danach. Oh doch. Das will da nicht andocken. Schade. Na, jetzt muss ich selber nach außen laufen, damit ich da. Das kleine Loch bleibt offen. Das lässt sich da. Nicht mehr hinbauen. Na gut, dann gucken wir jetzt, dass wir das weiter zuziehen. Und dazu genau da drauf was bauen. Und da noch was andocken, da vorne. Scheint mir nicht so. Da kann ich nicht tief genug gehen, als wenn das passen würde. Ich kann da ein neues hinmachen, aber ich kann nicht das da andocken. Oh, vielleicht wäre das auch gar nicht so schlecht. Boah. Das da ist zwar ein bisschen blöd. Aber ich fürchte, das geht nicht anders. Oder das hätte ich von vornherein anders anfangen müssen, aber. Okay. Dann machen wir einfach nur hier zur Sicherheit Gerüst.
Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir auch Gerüste bauen können. Das könnte man auch innerhalb von einem Turm bauen. Das wäre doch auch schön. Gerüstturm. Das hier ist eine Ecke größer. Dann werde ich das mir auch noch hinten angucken. Jetzt baue ich erst noch Geschütztürme, schwerer MG. Falls einer mal von der Seite ankommen sollte, wird der auch weggerußt. Ich meine, schlussendlich wird das hier wahrscheinlich alles nie einen Nutzen haben und komplett kosmetisch sein. Aber das ist mir jetzt egal. So. Ich will eine tolle Burg bauen. Okay. Und ich glaube, ich werde jetzt hier erstmal einen Schnitt machen und dann beim nächsten Mal weiterbauen. Oh, ich sollte noch was essen, sonst verhungere ich. Kartoffelchips. So. Eine Stunde schlafen, nur um zu speichern. Und, Entschuldigung, General. Hast du kurz Zeit? Dann machen wir das hier gerade noch. Was gibt's? Was gibt's denn, Preston? Also, ich weiß, dass ich von dir mit meiner Bitte, die Minutemen anzuführen, fast Unmögliches verlangt habe. Ich hatte nicht das Recht, dich darum zu bitten. An diesem Punkt war ich wohl einfach verzweifelt. Ich weiß immer noch nicht, warum du eingewilligt hast. Meinetwegen? Wegen des Commonwealth? Oder aus einem anderen Grund? Ist eigentlich egal. Du sollst nur wissen, dass ich zu schätzen weiß, was du getan hast. Sieh dir an, wo wir damals standen und wo wir jetzt stehen. Einfach unglaublich. Danke für dein Vertrauen in mich. Tut gut, das zu hören. Besonders von dir. Wir sind ein gutes Team, General. Da besteht kein Zweifel. Ich habe genug deiner Zeit in Anspruch genommen. Zurück an die Arbeit. Mhm. Ja, okay, sehr schön. Gut, dann mache ich hier einen Schnitt. Und dann werde ich beim nächsten Mal noch gucken, dass ich Stromversorge rumbekomme und die Nahrung weiter ausbaue. Ja, und das grundsätzlich hier fertig mache. Und danach werden wir dann wohl noch zu dem nächsten Außenposten gehen und das auch noch fertig machen. Also da wird noch ein bisschen Bauarbeiten nötig sein. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.